Now, amidst the tremendous uncertainty inmitten of der our lives, enormen Ungewissheiten unseres Lebens, we all need to find a way to meet difficulties, brauchen wir alle einen Weg, um mit Schwierigkeiten, problems, Krisen, Problemen troubles, und Nöten umzugehen, to understand them, um sie zu verstehen, and to transform and overcome them, zu verwandeln, with zu überwinden, a deeper acceptance, mit einer tieferen Akzeptanz, einer Einsicht und Mitgefühl, so to discover a peace und um so einen geistigen Frieden zu finden. Not only to discover the peace of mind, but stability, und zwar nicht nur einen Frieden im Geist, sondern Stabilität und Erfüllung, die wir so sehr brauchen, of the world today, um uns mit den Herausforderungen der heutigen Welt auseinanderzusetzen. In these troubled times, following the spiritual path, Zeiten der Unruhe, has never been more urgent. Ist das Folgen eines spirituellen Pfades nie dringlicher gewesen. Yet there's one great source of hope, doch es gibt eine große Quelle der Hoffnung. All great spiritual traditions, die Lehren aller großen spirituellen Traditionen sind immer noch zur Verfügung. Now one of these teachings is from this very great Tibetan master. Eine dieser Belehrungen ist von diesem großen tibetischen Meister, dem tibetisch-buddhistischen Meister namens Dodogchen Jigme Tenpinna, the great master of Dzogchen. Der ein großer Dzogchen-Meister war. The Dzogchen, by the way, is often considered as the highest teaching in the Tibetan tradition. Dzogchen betrachtet man oft als die höchsten Lehre der tibetischen Tradition. Was in fact the master of my own master. Dodogchen Jigme Tenpinna war der Meister meines eigenen Meisters, Jigme Tenpinna. Regarded with the highest esteem by the present His Holiness the Dalai Lama. Even er genießt the Dalai Lama, höchstes Ansehen beim jetzigen Dalai Lama. Selbst der 13. Dalai Lama achtete ihn sehr, aber der jetzige Dalai Lama nennt ihn einen großen Gelehrten und bemerkenswerten Yogi. Seine Schriften, Dodogchen Jigme Tenpinnas Schriften, sind die Hauptquelle seiner Heiligkeit des Dalai Lama in seinen persönlichen Studien. And he's Dalai Lama often quotes him frequently in his teachings. Like der Dalai Lama zitiert ihn häufig in seinen Lehren. Ich erinnere mich speziell in den 80ern, fühlte er, wann immer er Belehrungen gab, zum Beispiel in Indien, aber auch im Westen, sehr häufig, wenn sehr viele gelehrte Lamas, Geishes und Rinpoches versammelt sind, dann sprach er oft über die außerordentliche Qualität von Dodogchen Jigme Tenpinna, speziell was die Dzogchen-Lehren betrifft und wie, wenn er Dzogchen-Lehren studiert, seine Hauptquelle Dodogchen Jigme Tenpinna ist. Dieses Werk ist sehr essentiell, sehr prägnant, wie ein Herzensrat von Dodogchen Jigme Tenpinna. Eine unglaublich wunderbare Belehrung, ganz kurz. Wie Dodogchen Jigme Tenpinna selbst von seinem eigenen Werk sagt, also von diesem Glück und Leid in Erleuchtung zu verwandeln, er sagt, dieser Herzensrat bringt in Kürze 100 verschiedene essentielle Anweisungen zusammen in einen wesentlichen Punkt. He says, here I'm just giving a general outline, hier gebe ich nur einen allgemeinen Überblick auf eine Art und Weise, die leicht zu verstehen ist, wie man Leid akzeptiert auf der Basis der Lehren des edlen Shantideva und seiner weisen Anhänger. Shantideva ist ein großer buddhistischer Heiliger des 9. Jahrhunderts. Was die Belehrung über Mitgefühl oder Bodhicitta betrifft, ist das Werk Shantidevas namens Bodhisattva-Avatara die Anleitung des Lebenswegs eines Bodhisattvas? Das ist wirklich ein Klassiker, das ist wirklich ein Handbuch, man könnte sagen, die Bibel des Mitgefühls. Der Dalai Lama, seine Heiligkeit der Dalai Lama und viele großen Lehrer, wenn sie lehren, benutzen sie dies als Quelle. Und ich erinnere mich auch, als ich selbst aufgezogen wurde, als ich studierte in meinem Kloster, war das eines der ersten wichtigsten Texte, die ich studierte, dieses Werk von Shantideva. Er war dieser indische Meister des Mitgefühls im 8. Jahrhundert und schrieb dieses außergewöhnliche Handbuch über den Bodhisattva-Weg, die Bodhisattva-Avatara, die wirklich die Quelle ist von allen Meistern benutzt, einschließlich seiner Herrlichkeit im Dalai Lama, wenn es um die Praxis des Mitgefühls geht. Dodogchen Jigme Tenpinna
sammelte 100 verschiedene essentielle Anweisungen von allen großen Meistern, ihren essentiellen Herzensrat. Er sammelte das zusammen und fügte das in einen wesentlichen Punkt zusammen, wie man Schwierigkeiten, Leid, Hindernisse überwinden kann und sie in Stärke verwandeln kann. Diese Belehrung, Glück und Leid in Erleuchtung zu verwandeln, fällt in die Kategorie der sogenannten Lojong-Lehren. Buchstäblich heißt das auf Tibetisch das Trainieren des Geistes in Mitgefühl oder das Verwandeln des Geistes. Sein Heiligkeit der Dalai Lama zitiert oft diesen großen tibetischen Lehrer des Geistestrainings, der einmal bemerkte, that one of the mind's most marvelous qualities eine der is that wunderbarsten Qualitäten des Geistes ist, dass man ihn verwandeln kann. Now here, what is shown is that both happiness, was hier gezeigt wird, ist, dass sowohl Glück als auch Leid vollständig davon abhängt, wie der Geist wahrnimmt. And that the way we deal with dass die Art und Weise, wie wir damit umgehen, depends entirely upon our attitude. Vollständig von unserer Einstellung abhängt. As Sun Dalai Lama, often I overheard him respond. Ich habe oft gehört, wenn seine Heiligkeit der Dalai Lama geantwortet hat, wenn Menschen ihn gefragt haben, was ist die Kunst des Glücklichseins? Wie kann man glücklich sein? Ich habe oft gehört, wie er sagt, gewiss, Glück und Leid hängen in gewissem Ausmaß von äußeren Umständen und Situationen ab. Aber grundlegend hängen Glück und Leid vom Geist ab, wie der Geist anhand der fünf Sinne wahrnimmt. Wenn man also wirklich Glück finden möchte und Leid überwinden möchte, dann muss man mit dem eigenen Geist arbeiten. Wenn man nach Glück außerhalb von sich selbst sucht, dann hat man keine Kontrolle darüber. Man hat keine Kontrolle. Wenn man wirklich die Kontrolle haben möchte, besonders wenn man so ein Kontrollfreak ist, wenn man es wirklich im Griff haben möchte, dann trainiere deinen Geist. Wenn dein Geist kontrolliert ist, dann ist alles vollkommen. Wenn der Geist nicht in Kontrolle ist, dann funktioniert nichts. Ein Misserfolg nach dem anderen, sehr viele Missverständnisse, Verwirrung. Darauf kommen wir noch zurück. Diese Lehren arbeiten mit unserer Einstellung zum Leben. Diese Lojong-Lehren und Lehren wie Glück und Leid in Erleuchtung verwandeln. Und sie benutzen die Kraft der Vernunft, um unsere Verblendung zu analysieren, unsere störenden Emotionen und sogar unsere grundlegenden Annahmen, die meist nicht so vernünftig sind. Manchmal sind es diese grundlegenden Annahmen, die wir für selbstverständlich halten, die uns die Probleme bereiten. Mit Hilfe dieser Art von Training können wir lernen, wie man selbst mit großen Problemen umgeht, wenn sie entstehen, zum Beispiel Krankheit oder Lebenskrisen, und Schwierigkeiten verwandeln, Schwierigkeiten um uns herum, um einfach gesagt, ein dauerhaftes Glück zu finden. Jetzt kommen wir spezifisch zum Text. Er heißt, Glück und Leid in Erleuchtung zu verwandeln. Das ist also grob übersetzt der Titel. Der ursprüngliche tibetische Titel ist Qi heißt Glück, Duk heißt Leid oder Schwierigkeit, Lam heißt Pfad. Qi heißt zu nehmen oder zu tragen.
Das heißt, was immer dir im Leben begegnet, sei es Glück oder Leid, diese außergewöhnliche Belehrung zeigt dir, wie du es verwandeln kannst. Das heißt, wie du das Beste daraus machen kannst, sowohl aus dem Glück als aus dem Leid, und wie du es benutzen kannst, sodass es dir letztendlich nutzt, sowohl dir als auch anderen. Was die Lehren uns zeigen, ist, wie man aus absolut allem einen Nutzen ziehen kann. Egal, was uns geschieht, diese Belehrungen rüsten uns, statten uns aus mit der Weisheit und den geschickten Mitteln und der Fähigkeit, alles zu verwandeln, selbst Leid, in eine Quelle des Glücks, eine Quelle der Stärke. Viele große tibetische Lamas und Meister sagen häufig, dass ein wahrer Dharma-Praktizierender oder spiritueller Praktizierender jemand ist, der alles auf den Pfad nehmen kann. Das heißt Lamtje, alles auf den Pfad zu nehmen. Das heißt, was immer dir widerfährt in deinem Leben, sollte eingeschlossen sein als ein Teil deiner Reise. Der grundlegende Punkt dieser Belehrung ist, wie man unerwünschte, ungünstige Umstände deines Lebens benutzen kann, als tatsächliches Material, um zu erwachen. Das kostbare Geschenk dieser Lehren ist, dass was immer geschieht, nicht als eine Unterbrechung oder Hindernis betrachtet wird, sondern als eine Möglichkeit, um sich selbst zu verbessern. Alles ist eine Chance und ein Segen. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja natürlich, wir müssen Leid verwandeln, daran arbeiten. Wenn es jetzt heißt, Glück und Leid in Erleuchtung zu verwandeln, dann denkt man vielleicht, okay, Leid zu verwandeln, das verstehe ich, aber was ist mit dem Glück? Glück muss man doch nicht verwandeln, Glück ist doch okay. Aber hier liegst du fehl. Das größte Problem liegt tatsächlich im Glück. Wie ein großer Meister namens Patanjali sagte, Menschen können sehr viel Leid ertragen, doch sehr wenig Glück. Es ist tatsächlich das Glück, das uns leiden lässt. Gäbe es kein Glück, wären wir alle sehr glücklich. Es ist dieses flüchtige Ding namens Glück, auf das wir hinarbeiten, wofür wir Schweiß aufbringen und unsere Anhaftung an das Glück ist wirklich die Ursache von Leid. Und unsere Abneigung gegenüber dem Schaden ist unsere Abneigung gegenüber dem Leid und unsere Anhaftung an Glück. Dies sind die Ursachen von Leid. Und wenn man dieser Belehrung folgt, wird jede Situation eine mögliche Quelle des Erwachens. Alles ist nützlich. Man fängt Glück und Leid als ein Segen zu betrachten und eine außergewöhnliche Möglichkeit, weiser zu werden, mitfühlender und besser für sich selbst und für andere. Tatsächlich ist anderen zu nutzen, das, was unserem Leben wirklich Bedeutung gibt. Wie Winston Churchill sagte, man erntet seinen Unterhalt durch das, was man bekommt. Doch man erntet sein Leben durch das, was man gibt. Jetzt kommen wir spezifisch zum Text. Glück und Leid in Erleuchtung zu verwandeln, oder man kann das den Titel auch anders nennen, Glück und Leid zu einem spirituellen Pfad machen. Glück und Leid in einen spirituellen Pfad verwandeln, zu kehren. So now, as with such great teaching like this, solche großen Lehren wie diese,
traditionell Weise wird ein Werk eines großen Meisters erst einmal mit einem Titel beginnen. Aber dieser Titel ist sehr sachgemäß. Das heißt oft, dass jemand, der äußerst gelehrt ist und wirklich ein verwirklichter Meister ist, ist so jemanden, wenn man einfach nur sagen würde, Titel Glamtje, dann würde derjenige exakt wissen, was diese Lehre enthält. Denn ihr braucht nicht mehr die gesamte Belehrung, der Titel würde ausreichen. Darum muss der Titel auch akkurat sein, nicht so wie im Westen, dass der Titel überhaupt nichts mit dem Buch zu tun hat. Einfach nur, der Titel muss wirklich etwas damit direkt zu tun haben, er muss etwas enthüllen. Und nach dem Titel würde der Meister oft eine Ehrerweisung niederlegen, dem gegenüber, wer für ihn die Inspiration dieses Werks oder der Belehrung ist, sei es Buddha oder ein Bodhisattva oder ein Meister. Als nächstes legt er seine Absicht dar, sagt, was er tun wird, und stellt seine Motivation vor, warum er das schreibt. Dann kommt das Hauptwerk und dann der Abschluss, die Widmung und der Anhang, der Nachsatz. Und obwohl dies hier ein sehr essentielles Werk ist, hat es doch diese Struktur. Aus Respekt dafür werde ich, auch wenn ich jetzt die Ehrerweisung nicht sehr ausführlich behandeln werde, eigentlich könnte man selbst diese Ehrerweisung, dafür könnte man einen ganzen Vormittag verbringen. Also die Ehrerbietung fängt die ganze Essenz der Belehrung mit ein. Hier heißt die Ehrerweisung, ich erweise Ehre dem edlen Avalokiteshvara, dem Buddha oder Bodhisattva des Mitgefühls auf tibetischen Resi. Heißt das, der Buddha des Mitgefühls, die Verkörperung, er ist nicht nur der Buddha des Mitgefühls, sondern die Verkörperung und das Mitgefühl aller Buddhas. Und er ist die Inspiration für diese Belehrung. Denn diese Belehrung fällt in die Kategorie des Mitgefühls. Recalling his qualities, in Erinnerung an seine Qualitäten, also Avalokiteshvaras Qualitäten, immer glücklich über das Glück der anderen und zutiefst betrübt, wenn sie leiden. That means, you know, das heißt, er hat seine eigene Meinung aufgegeben. Sein eigenes, ich mag dies und ich mag jenes nicht. Er ist glücklich, wenn andere glücklich sind. Er ist betrübt, wenn andere betrübt sind. Es geht ihm nicht mehr um sich selbst. Und es liegt sehr viel Bedeutung darin. Jemand, der vollständig die edlen Qualitäten und das Verständnis des großen Mitgefühls verwirklicht hat, und der sein eigenes Glück und sein eigenes Leid beiseite stellt. Das heißt, er hat alle Qualitäten des Mitgefühls verwirklicht, das ist tatsächlich nicht einfach. Und als Resultat dessen hat er vollständig sein eigenes Glück und Leid aufgegeben. Solche großen Bodhisattvas, wenn sie sterben, beten manchmal, dass sie im geringsten Bereich, im Höllenbereich wiedergeboren werden, damit sie Wesen nutzen können. Now the statement of intent. Jetzt die Absichtserklärung. I'm going to put down Dutupchim. When I say I am, ich werde jetzt niederlegen, also Dutupchim Jigme Tempe Nima. Das, wenn ich jetzt sage ich, dann meine ich nicht mich, sondern Dutupchim Jigme Tempe Nima. Ich lege hier eine teilweise Anweisung nieder. Also teilweise hat jetzt hier verschiedene Bedeutungen, denn die Lehren selbst sind so umfangreich, dass das, was er hier gibt, einfach nur ein Auszug ist, ein Einblick, nur ein Teilstück. Gleichzeitig ist ein äußerst tiefgründiger Einblick. Und wenn ihr jetzt auch nur sagt, teilweise, ist das seine Bescheidenheit. Er verleiht seiner Bescheidenheit Ausdruck. Er sagt, ich kann nur einen Teil zeigen. Er sagt, ich habe weder die Verwirklichung, noch bin ich gelehrt genug, um es in seinem vollständigen Ausmaß, in seiner Tiefe darlegen zu können. Ich kann nur einen Teil zeigen. Was er tatsächlich hier zeigt, ist die Quintessenz, die Kernanweisung, den Herzensrat. On how to use
dazu, wie man sowohl Glück als auch Leid zum Pfad zur Erleuchtung benutzen kann. Wenn man jetzt hier über den Pfad zur Erleuchtung spricht, ist ja, viele sagen, Erleuchtung ist nichts für mich. Erleuchtung ist nur für Heilige. Also manchmal meint man, erleuchtet zu sein heißt, man muss Roben tragen und wie ein Buddha da sitzen. Das wäre nur für Heilige. Aber tatsächlich, was heißt Erleuchtung wirklich? Erleuchtung heißt, wenn man letztendlich das Leid los wird. Und zwar nicht nur das Leid, sondern auch die Ursache des Leids. Wenn man nicht nur Glück hat, sondern auch die Ursachen für Glück. Und das ist es, was wir uns alle wünschen. Wir wollen alle frei von Leid sein. Wir wollen alle ein dauerhaftes Glück haben. Denn was immer wir an Glück in dieser Welt haben, ist sowieso nur vorübergehend. Nur die einzige Art und Weise, ein dauerhaftes und wirklich letztendliches Glück zu finden, ist, indem man Unwissenheit los wird, negative Emotionen, negatives Karma, die die Ursache für Leid sind. Und indem man erkennt, zu unserem vollständigen Buddha-Potenzial aufwachen oder es verwirklichen. Denn jeder von uns, und das ist ein grundlegendes Prinzip der buddhistischen Lehren, sozusagen die Basis der buddhistischen Lehren, die Grundlage, egal wer wir sind, wir alle haben das Potenzial zur Erleuchtung. Wir alle haben die Buddha-Natur. Und nicht nur einfach die Buddha-Natur, sondern wirklich das Potenzial, dies in vollständige Erleuchtung zu verwirklichen. Genau wie der Buddha. Ganz interessanterweise, in vielen anderen Religionen, zum Beispiel im Hinduismus, wenn man zu Shiva betet oder Brahma oder anderen, sie können einem sehr viel Segen gewähren, aber man kann nie genau wie Shiva oder Brahma werden. Im Buddhismus, letztendlich werden wir genau wie ein Buddha. Das Potenzial ist also da, das haben wir. Weil wir dieses Potenzial besitzen, das Potenzial tatsächlich letztendliches Glück zu finden. Und all dieses Potenzial für dieses letztendliche Glück liegt in uns selbst. Und was wir zuerst einmal tun müssen, ist einmal all unsere negativen Emotionen loszuwerden oder zu reinigen oder negatives Karma, die die Ursache für Leid sind. Und dann sollten wir tatsächlich das Positive oder heilsame Handlungen kultivieren, die die Ursache für Glück sind. Und auf diese Art und Weise werden wir letztendlich die Ebene erreichen, in der wir unser volles Potenzial der Erleuchtung verwirklichen. Wenn wir dies verwirklichen, dann werden wir letztendliches, dauerhaftes Glück haben. Erst wenn wir vollständige Erleuchtung erlangen, sind wir vollständig in der Kraft, anderen zu helfen. Denn so sehr wir auch helfen mögen oder helfen möchten, wir sind oft recht hilflos, oder? Wirklich. Um wirklich anderen zu helfen, wir können zwar in gewissem Ausmaß helfen, aber um wirklich anderen zu helfen, wirklich einen Unterschied zu machen, das ist ziemlich schwierig. Daher die Motivation eines Praktizierenden, nach Erleuchtung zu trachten, ist nicht für ihr eigenes Wohl. Es ist, sie wollen Erleuchtung erlangen, sodass sie in der Lage sind, anderen wirklich zu helfen. Es ist für die Erleuchtung anderer, dass man nach Erleuchtung trachtet. Daher jemand, also wenn er davon spricht, wie man sowohl Glück als auch Leid als Tat der Erleuchtung benutzen kann, ist, wie man sowohl Glück als auch Leid benutzt, um sich selbst zu bereichern, um das, den letztendlichen Nutzen herauszuziehen. Wie kann man wirklich den letztendlichen und den besten Nutzen aus Glück und Leid ziehen, sodass er zur Quelle von Glück für einen selbst und für andere wird? Also bitte verstehen Sie Erleuchtung. Man kann Erleuchtung auf einer ganz einfachen Ebene verstehen, nämlich als den Trachten nach letztendlichem Glück. Und das, wissentlich oder unwissentlich, danach trachten wir alle. Solange wie wir uns Glück wünschen und Leid uns nicht wünschen,
sehnen wir uns in gewisser Hinsicht nach Erleuchtung. Das Maß, in dem wir erkennen, was Erleuchtung wirklich ist, die ganze Vision der Erleuchtung enthüllt sich langsam, wenn unser Verständnis der Lehren oder des Weisheit anwächst. Dann fängt man an zu sehen, wie unglaublich umfangreich und tiefgründig Erleuchtung wirklich ist. Diese Belehrung handelt also davon, wie man Glück und Leid als Pfad zur Erleuchtung nutzen kann. Dies ist unabdingbar, um ein spirituelles Leben zu führen. Und das nötigste Werkzeug für die Edlen oder die Bodhisattvas. Und hier nicht die kostbarste Belehrung in der Welt. Sein Heiliger der Dalai Lama zum Beispiel ist ein großes Beispiel für einen Bodhisattva. Ist tatsächlich diese Belehrung, der entsprechend lebt er. Diese Belehrung machen den Dalai Lama zum Dalai Lama. Warum heißt es? Es ist unabdingbar, um ein spirituelles Leben zu führen. Ein wesentliches Werkzeug für die Edlen oder Bodhisattvas und ziemlich die kostbarste Belehrung in der Welt. Genau wie ein Pinsel unabdingbar für einen Künstler ist oder ein Stift für einen Schriftsteller, also heutzutage natürlich ein Computer, ist dies das wesentliche Werkzeug für einen Bodhisattva. Man könnte sagen, es ist der Erste-Hilfe-Koffer für einen Bodhisattva auf dem Pfad zur Erleuchtung. Now, if you, then this. It also presented very systematically. Und jetzt wird das sehr systematisch präsentiert. Es gibt zwei Teile. How to use suffering as the path, wie man Leid als Pfad benutzt und wie man Glück als Pfad benutzt. Now, each of them, that is said, jetzt jeder der beiden, das heißt Glück und Leid, beidem nähert man sich zuerst einmal anhand der relativen Wahrheit und zweitens anhand der absoluten Wahrheit. Now, these two approaches, diese zwei Ansätze, relativ und absolut, im Buddhismus spricht man immer von zwei Wahrheiten, der relativen Wahrheit und der absoluten Wahrheit. Relative Wahrheit nennt man oft auch konventionelle Wahrheit. Absolute Wahrheit ist die letztendliche Wahrheit. Absolute Wahrheit ist, wenn man etwas betrachtet und die Natur der Welt untersucht, die Natur der Dinge, die Natur des Lebens, anfängt zu entdecken, wie die Dinge sind in ihrer informellen Natur, das ist absolute Wahrheit. And how something appears, wie etwas erscheint, ist relativ. Appearance is relative. Was ist, ist absolut. But from that perspective, dieser Perspektive heraus, also practice, wenn man jetzt von der Praxis her kommt, gibt es zwei Dinge, Weisheit und bestimmte Mittel. Weisheit und Methode. Die Weisheit ist die Ebene des Letztendlichen. Zum Beispiel, wenn man die letztendliche Natur erkennt. Das ist eine Meditation. Zum Beispiel, in der Meditation habe ich oft von der Natur des Geistes gesprochen. Man hat sich schon angesprochen. Wenn man die letztendliche Natur, den Zustand von Rippe erkennt, you see, in that, when you reach to that level of mind, in that Zustand der Transzendenz, all suffering and happiness is gereinigt. In that state, in diesem Zustand gibt es kein Leid, da gibt es kein Glück. Or rather, suffering and happiness are of one thing. Leid und Glück sind von einem Geschmack. Or that neither suffering nor happiness noch Glück existiert. Even the names davon abgesehen, selbst die Namen Leid und Glück existieren nicht. Way, also wenn wir jetzt hier von Glück sprechen, sprechen wir von unzulänglichem Glück. Actually, you see, when we realize the ultimate nature, wenn wir die letztendliche Natur erkennen, really, es gibt so Momente, in denen unter euch die kind of aspiring spiritual practitioners. Sondern danach streben, spirituell praktizierende zu werden. Wenn man praktiziert, gibt es manchmal Momente, wo der eine Geist sich erhebt und zu einem Zustand der Transzendenz gelangt, wo man alles aus einer ganz anderen Perspektive sieht. Alles ganz klar, ganz gereinigt. Und daran ist alles vollkommen, ganz rein.
Das ist der Weisheitsansatz. Man erkennt, genau wie wenn man die Sonne anschaltet, dann braucht man kein anderes Licht. Eine große Lampe reicht aus, die Sonne. Eine große Glühbirne, die Sonne. Der Weisheitsansatz ist einfach nur ein Ansatz, eine Medizin für alles. Wenn man die letztendliche Natur erkennt, braucht man keine anderen Hilfsmittel, Gegenmittel. Wenn wir nicht in der Lage sind, das Letztendliche zu erkennen, die Weisheit, dann brauchen wir die Unterstützung der geschickten Mittel, der Methoden. Also wenn die Sonne nicht scheint, dann brauchen wir Licht. Dann brauchen wir ein anderes Licht. Unterschiedliche Methoden. Dann brauchen wir eben unterschiedliche Methoden oder geschickte Methoden. Mittel, diese geschickten Mittel, sind eher das Mitgefühl. Wenn man das Letztendliche erkennt, dann nennt man das Weisheit. Wenn wir das nicht erkannt haben, dann ist die Methode, das geschickte Mittel, der hier benutzt werden, das nennt man Mitgefühl. Dieser Ansatz der geschickten Mittel, zum Beispiel für jedes Leid oder jede Schwierigkeit, gibt es dann viele verschiedene Methoden, die benutzt werden können, eine, die der Kapazität des eigenen Geistes entspricht. Es gibt viele verschiedene Praktiken. Das sind geschickte Mittel. In the hotels, you have the master key. Es ist wie in einem Hotel. Man hat den Hauptschlüssel, der alle Türen öffnet. Aber es gibt auch einzelne Schlüssel, die das jeweilige Zimmer nur öffnen. Was man braucht, ist, man als Praktizierender braucht man beides. Wie zwei Schwingen eines Vogels. Man braucht die geschickten Mittel, die Methoden, die Praktiken, um zu reinigen, um Verdienst einzusammeln. Und durch die Unterstützung oder die Kraft dessen, now we come to the main. Jetzt kommen wir zum Hauptteil. How to use suffering as a part in nightmare. Wie man Leid als Phaserleuchtung benutzt. Through the relative truth. Und dann heißt es durch den relativen Ansatz, die relative Wahrheit zuerst. Das ist das Wichtigste. The first few paragraphs form the real Abschnitte. The basic kind of like the wisdom of this. Schaffen wirklich die grundlegende Weisheit dieser Lehren. Das heißt, whenever you're harmed by wann immer man verletzt wird von fühlenden Wesen oder sonst irgendetwas, you know, anything else is not sonst anything etwas, else, when like the heißt zum Beispiel, wenn die Tür zufällt und dich aussperrt oder du dir den Kaffee auf deine Kleider kippst und so misst, wenn du etwas trägst, alles fällt runter, die Papiere geraten durcheinander, ein Auto fährt vorbei und bespritzt dich mit Dreck auf deinen neuen Anzug. Das nennt man sonst irgendetwas. In the other translation it says, whenever eine weitere Übersetzung heißt es, wann immer Menschen oder Situationen, Ereignisse, also wann immer man Schaden erleidet von fühlenden Wesen oder sonst etwas, oder wann immer Menschen oder Ereignisse uns Schaden zufügen, wenn man es sich zur Gewohnheit macht, also wenn man daran gewöhnt ist, nur das Leid zu sehen und zu spüren, oder wenn man sich eine Gewohnheit macht, nur das Leid wahrzunehmen, das heißt, wenn man sich zur Gewohnheit macht, immer nur die schlechte Seite, die negative Seite dessen zu sehen, nur die leidvolle Seite dessen, dann wird, selbst wenn nur das kleinste Problem auftaucht, ist dir enorme Qualen im Geist verursachen. Oder in einer anderen Übersetzung, dann werden selbst die unbedeutendste Situation dir enormen Schmerz im Geist verursachen. Das liegt daran, dass die Natur jeglicher Wahrnehmung oder Vorstellung ist, sei es jetzt Glück oder Leid, stärker und stärker zu werden, indem man sie wiederholt. Die andere Übersetzung hierfür ist, der Grund dafür ist, dass jeglicher Geisteszustand, sei es Glück oder Sorge, ganz natürlich anwachsen wird und sich verstärken, je mehr wir uns daran gewöhnen. Also um ein Beispiel zu geben, sagen wir mal, du hattest eine schlechte Erfahrung. Du hast eine schlechte Erfahrung mit etwas gemacht. Oder sagen wir mal, du hast an etwas gelitten.
Schmerz erlitten. Mind was also you in a bad mood to start. Und sagen wir mal, du hattest sowieso schon schlechte Laune. And then you really und dann hast du wirklich eine schlechte Erfahrung gemacht. With bad it really und dann hat diese schlechte Erfahrung wirklich einen Eindruck hinterlassen. In your mind, dann sagst du dem Geist, oh, das war wirklich fürchterlich. Das war schrecklich. I don't like mag it. Das nicht. I don't want that ich möchte das nicht mehr in Zukunft. Then life is such, aber das Leben ist ja so, dass man keine Wahl hat. Es kommt ja sowieso, ob man das nun mag oder nicht. When it comes, und wenn es dann kommt, I don't like, ich that's the mag one das nicht. Das ist doch das, was ich schon mal erlebt habe. Das war doch wirklich schrecklich. Ich mag das nicht. And then when you meet that with that, und wenn man dann dem already, mit solch einer Einstellung begegnet, you fully, you also bevor es wirklich vollständig zu einem gekommen ist, dann leidet man ja schon. Und wenn es dann kommt, dann wird das noch intensiver. Und wenn es dann zum dritten Mal passiert, dann wird es noch schlimmer. Nach einer Weile braucht man überhaupt nichts mehr. Jemand sagt einfach nur, und man fängt an zu schreien. Man ist soweit. Man ist weich gekocht. Man ist bereit zu explodieren. Die Kraft dieser wiederholten Erfahrung allmählich zunimmt und nach einer Weile das meiste, was du wahrnimmst, tatsächlich zur Ursache dafür sein, dass du Unglück auf dich ziehst und Glück wird überhaupt keine Chance haben. Eine andere Übersetzung? Die Stärke dieses Musters sich langsam aufbaut, wirst du kurz oder lang feststellen, dass alles, was du wahrnimmst oder dir geschieht, dazu führt, dass du unglücklich bist. Und Glück wird nie eine Chance haben. Das heißt, wenn du anfängst, solch eine Abneigung zu haben, wenn das verstärkt wird und mehr und mehr wird, diese Abneigung, dann wird diese Abneigung, dieses Leid, dein Herz so sehr fühlen, dass es eigentlich ganz egal ist, was dir geschieht, du nimmst alles auf die gleiche Art und Weise wahr. Und selbst wenn Glück zu dir kommt und sagt, hallo, ich bin Glück, musst du es als Leid wahrnehmen. Glück wird gar keine Chance haben. Wir können das sehr ausführlich erklären, aber aufgrund der beschränkten Zeit, und weil ihr ja sowieso intelligent seid und sehr erfahren, habt ihr schon sehr viel Leid erfahren, dann kennt ihr das ja. Es sind nicht die Schwierigkeiten selbst, die uns leiden lassen, sondern unsere Einstellung dazu. Wenn wir nur das Leidvolle, die leidvolle Seite des Leids sehen, wird unser Geist mit Qualen, Sorgen und Stress erfüllt sein. Als Resultat haben wir keine Toleranz, kein Durchhaltevermögen, keine innere Kraft. Und so sind wir so leicht verärgert und neigen zu Leid. Man wird wie ein Stachelschwein, aufgerollt zu einem stacheligen Ball der Überempfindlichkeit. Das Problem ist unsere Gewohnheit zur Abneigung, die das Leid verstärkt und übertreibt. Es ist ein bisschen so, wie wenn man sich die Haut abschürft. Dann wird man so empfindlich, dass selbst ein kleines Haar einen zum Schreien bringt. So wird man überempfindlich mit Abneigung. Allein der Gedanke, dass irgendetwas Schreckliches passieren könnte, reicht schon aus, dich leiden zu lassen. Also man braucht gar kein Leid mehr. Es reicht schon aus, sich nur Sorgen drum zu machen. Sorgen. Der Gedanke reicht schon aus. Ich gebe euch ein Beispiel. Als ich in Indien war, in der katholischen Schule und Englisch gelernt habe, in den Zeiten damals gab es viele Impfungen, viele Spritzen. Und Sie kennen das vielleicht auch, der Dalai Lama hat diese großen Impfnarben, ich selbst auch. Also früher hat man das so gemacht, heutzutage geht das ein bisschen feiner daher. Und das mussten wir also mitmachen. Aber dann gibt es viele, die Spritzen hassen. Und dann gibt es auch andere in Indien, die das wirklich lieben. Wenn sie krank sind und man gibt ihnen keine Spritze, dann sind sie nicht zufrieden. Sie sagen, Doktor, ich bin krank, ich brauche eine Spritze. Und wenn man ihnen keine Spritze gibt, dann meinen sie, das ist keine gute Behandlung. So anyway,
Wie dem auch sei, wir hatten diesen bengalischen Herrn. Also diese Schule war in Westbengal, das ist eine große Provinz in Indien. Wir lernten auch Bengalisch, also Indien hat ja viele Sprachen, er war der Lehrer für Bengalisch. Und es war ein wunderbarer alter Herr, Mr. Majunda, aber er hatte furchtbare Angst vor Spritzen. Es war eine katholische Schule, die von Schweizer Priestern geleitet wurde. Und wir hatten einen pausbäckigen Schweizer Vater namens Vater Lucien. Er war sehr heiter. Also dieser Vater sagt, oh, Mr. Majunda, keine Sorge, kommen Sie her, nehmen Sie dieses Stück Schweizer Schokolade. Schweizer Schokolade war etwas ganz Seltenes. So gab ihm Schweizer Schokolade und er war so glücklich damit, vollständig entzückt davon, oh, keine Sorge, was die Spritze angeht, das tut nicht weh. Er war also vollständig ablenkt mit seiner Schweizer Schokolade. Ist das nicht wunderbar, diese Schweizer Schokolade? Ja, wunderbar. Und keine Sorge, es wird auch nicht wehtun. Ich kann dir zusehen, ich werde 1, 2, 3 zählen und dann werde ich dich spritzen. Du weißt also, wann es kommt. Keine Sorge, entspann dich und hab Spaß an der Schokolade. Dann, was er dann aber tat, war 1 und dann hat er da gespritzt und bei 2 die Injektion ging, bei 3 die Nadel wieder rausgezogen. Aber jener fühlte dabei gar nichts. Wenn es also keine Sorge gibt, die das übertreibt, ist der Schmerz selbst vielleicht gar nicht so groß. Es ist tatsächlich fast vernachlässigbar. Man kann es fast abtun. Es ist so unbedeutsam, aber der Geist übertreibt das. Unser Leid zum Beispiel ist vielleicht einfach nur 2% groß, aber der Geist übertreibt das für ihn 200%. Da sagte dieser große Meister, der große Heilige und sehr weise Lehrer Nagarjuna, es gibt kein Elend wie die Sorge. Er sagte, keine Zierde gleich der Tugend, kein Schatz gleich der Zufriedenheit, keine Rüstung gleich der Geduld, kein Freund gleich der Großzügigkeit, kein Elend gleich der Sorge. Sorge ist wirklich eine Quelle von großem Elend. In den 80ern hatte er seine Herrlichkeit, der Dalai Lama, immer diese spezielle Geste, ich kenne Fotos davon auch. Er hält die Hand so, als würde er etwas in der Hand halten und sagt, wann immer ich Schwierigkeiten begegne, wenn immer mir Schwierigkeiten begegne, versuche ich immer, es von allen Seiten zu betrachten, um eine positive Seite zu finden. Das heißt, wann immer dir Leid oder Schwierigkeiten begegnen, dann schau dir nicht nur das Leid an. Wenn das Problem mit uns ist, weil man einmal eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Du hast mal eine schlechte Erfahrung gemacht und dann entwickelst du solch eine starke Abneigung und sagst, ich will das nicht, das ist fürchterlich, das ist schrecklich. Und dann entschließt du dich schon und hast also von vornherein ein Urteil darüber und dann bist du vollständig verschlossen und dickköpfig. Und wir geben dir halt gar keine Chance, es ist vielleicht gar nicht so schlimm. Wenn man sich das Leid wirklich mal betrachtet, dann bringt es einem auch unglaublich Nutzen. Genau, es ist Feuer, das Eisen zu Stahl schmilzt. Es sind Schwierigkeiten, die uns verwandeln. Das Problem mit uns ist, dass wir uns nur die negative Seite des Leids betrachten. Wir schauen nicht nach der positiven Seite, welchen Nutzen es uns bringt. Wenn man sich manchmal etwas anschaut, sagen wir mal, man hat vielleicht Schwierigkeiten oder bestimmte Umstände sind, die man zuerst einmal furchteinflößend findet oder schwierig und zum Schluss stellt sich raus, dass es viele gute Dinge hervorgebracht hat. Das war wirklich ein Segen in Verkleidung. Darum heißt es, wenn man nicht erkennt, dass es alles davon abhängt, wie der Geist diese Gewohnheit geschaffen hat, also ob man etwas als gut oder schlecht wahrnimmt, als Glück oder Leid, hängt vollständig davon ab,
wie der Geist es wahrnimmt. Wenn man das jedoch nicht erkennt und stattdessen alle Schuld in äußeren Situationen und Umständen gibt, dann werden die Flammen des Leids, des negativen Karmas, der Aktion und so weiter wie ein Feuer sich ausbreiten ohne Ende. Um es anders auszudrücken, wenn es uns nicht gelingt zu sehen, dass es alles nur daran liegt, wie wir unseren Geist konditionieren, und stattdessen Objekten den Vorwurf machen oder den Umständen außerhalb von uns selbst, dann werden wir nur sicherstellen, dass die Flammen des Leides, dass wir auf uns selbst ziehen, aufgrund unserer Emotionen, dem Wut, dem schädigenden Karma, das sie verursachen, einfach nur noch mehr auflodern und brennen. Eins nach dem anderen. Wenn wir das tun, wenn wir nur sicherstellen, dass die Flammen des Leides, dass wir auf uns ziehen aufgrund unserer Emotionen, die Wut und dem schädigen Karma, das sie verursachen, nur umso mehr auflodern und brennen, eins nach dem anderen immer mehr ohne Ende. Das nennt man, alle Erscheinungen und Wahrnehmungen erheben sich als Feind. Auf Tibetisch? Das heißt, wie die Redewendung sagt, die ganze Welt wendet sich gegen dich. Jede einzelne Sache, die wir wahrnehmen, wird zum Feind. Alles wendet sich gegen uns. Alles ist negativ. Wenn wir nicht erkennen, dass es alles von unserem eigenen Geist abhängt und wie er wahrnimmt, und stattdessen äußeren Umständen den Vorwurf macht, dann gibt es kein Ende für Probleme. Eins nach dem anderen, alles wird sich zum Schlechten wenden, alles ist gegen dich, alles geht schief. Kennst du das nicht? Manche Tage, dass alles schief läuft. Du solltest also zu einem ganz präzisen Verständnis gelangen, dass der ganze Grund, warum viele Wesen, also wir in diesem degenerierten Zeitalter, von so viel Leid geplagt sind, nur an der Schwäche ihrer Unterscheidungsfähigkeit liegt. Das heißt, der Grund, warum wir in diesem degenerierten Zeitalter so leiden, ist die Schwäche unserer Fähigkeit zu unterscheiden. Das heißt, wir sollten erkennen, dass alles davon abhängt, wie unser Geist sich für eine Gewohnheit geschaffen hat. Und stattdessen legen wir aber immer den Vorwurf auf äußerliche Situationen und Umstände. Das heißt, der Grund, warum wir leiden heutzutage, liegt darin, dass wir nicht erkennen, dass es nicht an den äußerlichen Situationen liegt. Wir machen zwar äußeren Situationen den Vorwurf, aber tatsächlich hängt es eigentlich nur von unserem Geist ab. Wenn man wirklich nicht glücklich ist, dann ist doch alles verkehrt, oder? Dann ist immer alles verkehrt. Eins nach dem anderen, alles geht schief. Aber wenn man glücklich ist, dann können selbst die Dinge, die einem normalerweise ein Problem sind, dann sagen, oh, ist okay, macht ja nichts, ist ja in Ordnung. Alles ist dann günstig. Also Abnehmung gegenüber Schaden und Anachtung und Glück, dies sind die zwei Dinge, die Leid verursachen. Der große Meister Nishi Ken Rinpoche, er sagt oft, dies bezieht sich auf die sogenannten vier edlen Wahrheiten. Die vier edlen Wahrheiten sind die erste wichtige Belehrung, die der Buddha gab. Und er zeigt darin, dass in dieser unserer Welt aufgrund von negativen Karma, aufgrund von negativen Emotionen, dass es Leid gibt. Eine Menge Leid existiert. Das nennt man die Wahrheit des Leids. Dann der Ursprung des Leids. Das heißt, Ursprung des Leids sind negative Emotionen, negatives Karma. Das ist Samsara, diese beiden. Jetzt ist die Frage, gibt es einen Weg daraus hervor? Ja, es gibt ein Aufhören. Es gibt Nirvana. Wir können das beseitigen. Und als viertes gibt es einen Pfad, der zu diesem Aufhören führt, ein Pfad zur Erleuchtung. Also zwei beziehen sich auf Samsara, zwei beziehen sich auf Nirvana. Die vier edlen Wahrheiten, also die ersten zwei, Ursache und Wirkung, Samsara, dann Ursache und Wirkung Nirvana. Ursache und Wirkung Samsara ist, die Ursache sind die negativen Emotionen, das negative Karma, die sich aus Unwissenheit erheben, das Resultat ist Leid. Das Resultat sind wir.
Schaut euch an, was wir tun. Schaut euch an, was wir geworden sind. Das nennt man Samsara. Schaut euch Buddhas an, wie sie sind und was sie tun. Das nennt man Nirvana. Ganz einfach ausgedrückt. Schaut euch den Dalai Lama an, was er tut. Das ist Nirvana. Schaut euch uns an, was aus uns geworden ist. Das ist Samsara. Also darin ist erst einmal ganz wichtig, dass wir das Leid anerkennen. Das heißt, das Leid muss gekannt werden, seine Ursache muss abgelegt werden, das Beenden muss umgesetzt werden und der Pfad zum Aufhören muss gefolgt werden. Das sind essentiell die vier edlen Wahrheiten. Aber darin erst einmal, das Leid muss verstanden werden. Auf die gleiche Art und Weise, wie ein kranker Mensch erst einmal erkennen muss, dass er überhaupt krank ist, bevor er sich einer Behandlung unterzieht. Wenn derjenige nicht weiß, dass er krank ist, dann wird er auch nicht bereit sein, eine Medizin zu nehmen. Auf die gleiche Art und Weise müssen wir unsere leidvolle samsarische Bedingung kennen. Manchmal im Westen sagen die Menschen auch, manche Leute glauben, ach, dass wenn man an Leid denkt, dann wird das Leid nur anwachsen. Also lasst uns nicht über Leid reden, es wird nur schlimmer werden. Aber das ist genau das Gegenteil, wie Kanabuchi sagt. Es ist nur, wenn wir wirklich wissen, dass Samsara in seiner Natur heraus Leid ist, wenn wir das auf eine tiefgründige Art und Weise akzeptieren können, aus der Tiefe unseres Herzens, erst dann können wir wirklich davon frei werden. Gibt hier ein Beispiel. Stell dir vor, es gibt jemanden, der eine beängstigende Maske aufgesetzt hat und der hinter der Ecke auf dich wartet, um hervorzuspringen und dich zu überraschen. Wenn du nicht weißt, dass derjenige da ist, dann wird er uns wahrscheinlich zu Tode erschrecken. Aber wenn man bereits weiß, dass derjenige dahinter steht, dann wird er einen nicht überraschen können. Und je mehr wir also wirklich wissen, dass derjenige da ist, dann wird es fast lächerlich. Wenn wir also Samsara erkennen und akzeptieren, dass es von der Natur heraus Leid ist, sind wir in der Lage, Freiheit davon zu finden. Das ist jetzt sehr wichtig. Ich glaube, das muss wirklich kommuniziert werden. Ich kann euch ein Beispiel geben, das das vielleicht zeigt. Es gab einen sehr großen tibetischen Lama. Er war sehr krank. Wirklich sehr krank, sehr ernsthaft erkrankt. Er war im Krankenhaus in New York. Ich habe ihn angerufen. Dr. Rinpoche ging ihn besuchen, aber ich konnte selbst nicht gehen und so rief ich ihn an und wollte ihn trösten. Was er sagte am Telefon, auf Tibetisch, das ist Samsara. Die Art und Weise, wie er es gesagt hat, war so tiefgründig. Die Art, wie er es gesagt hat. Weil ich hier ein bisschen verstehe und die Art, wie er es dann sagte, hat das wirklich so tiefgründig gezeigt, dass die Natur, also da Samsara von Natur aus Leid ist. Er sagte einfach, Samsara ist von Natur aus Leid, was anderes kann man erwarten? Was soll man erwarten? Samsara ist von Natur aus Leid. Was soll man also erwarten? Wenn Leid, Schwierigkeiten, Krankheiten kommen, ist das ganz natürlich, ist die Natur von Samsara. Es wenn wir nicht akzeptieren, dass es Leid gibt, wenn dann Leid kommt, dann machen wir eine große Sache draus. Denn für einen wirklichen buddhistisch Praktizieren ist Leid keine große Angelegenheit. Leid ist einfach eine Tatsache des Lebens, ein Teil von Samsara. Und sie akzeptieren es, also nicht mit Resignation, sondern sie akzeptieren es mit Verständnis. Sie akzeptieren es mit der Erkenntnis, dass Leid ein Resultat ist von vergangenem negativem Karma, das sie selbst begangen haben. Wissen Sie, sehr gute Menschen, große Praktizierende, aber in der Vergangenheit haben sie vielleicht negatives Karma, also vielleicht noch Überbleibsel davon, die jetzt gereinigt werden. Wenn sie also Leid oder Schwierigkeiten erleben, dann betrachten sie es fast mit Freude. Und heißen es willkommen. Warum? Weil das Karma dann ein Ende nimmt. Zum Beispiel, wenn ich schmutzige Socken wasche und der Schmutz rauskommt, dann freue ich mich doch drüber. Wenn es so fettig ist und man schmutzige Socken weckt und kein Schmutz kommt zum Vorschein, dann sollte man sich ein bisschen Sorgen machen.
Wenn wir also gereinigt werden, dann ist Leid ein Zeichen der Reinigung. Wenn Leid oder Schwierigkeiten entstehen, ist das ein Resultat oder ist eine Reinigung. Denn so wird gesagt, ist es wie ein Besen, der all dein negatives Karma davon fegt. Zuerst einmal gibt es eine Erkenntnis und eine Akzeptanz, genau wie die Tibeter zum Beispiel, als sie ihr Land verlassen mussten, dieser großen Tragödie. Viele von ihnen sagten oft, genau wie der Buddha uns lehrte, dass alles vergänglich ist, ist das, was uns hier geschieht, diese große Vergänglichkeit. Diese Tragödie war fast eine unglaubliche Belehrung. Genau wie wenn Leid kommt, ist es eine große Belehrung, um zu zeigen, was die Natur von Samsara ist. Um Entsagung in uns zu inspirieren, dass Samsara tatsächlich nichts Gutes ist. Also dass es sich nicht lohnt, daran stecken zu bleiben. Da gibt es kein Glück zu finden, nur Leid. Es ist in der Hoffnung, dass es vielleicht ein gewisses Glück gibt und dann wartet man, aber dann erhält man sowieso nur Leid. Man wartet, hofft auf Glück, erhält Leid. Siehst du das nicht, wenn man zum Beispiel auf etwas hofft, zum Beispiel einen Job, und man wartet und wartet, oder man verschwendet einen ganzen Tag, oder dein Haar wird weiß, deine Zähne fallen aus und nichts passiert. Du solltest in die Schriften schauen, in die Lehren. Sie sprechen über die Fehler von Samsara. Also Samsara ist von Natur aus Leid. Wenn man das akzeptiert, wenn dann Leid oder Schwierigkeiten auftauchen, ist das keine Verschwörung, keine spezielle Bestrafung oder auch keine besondere Belohnung. Also falls du selbst für ein Martyr hältst. Einfach natürliche Tatsache des Lebens. Wenn du das wirklich akzeptierst mit einem wirklichen Verständnis und erkennst, dass Leid, einfach zu erkennen, wie ich selbst und alle Wesen leiden. Manchmal, wenn man wirklich erkennt, dass Leid ein Resultat vergangenen Karmas ist, kannst du sagen, möge damit nicht nur mein eigenes negatives Karma der Vergangenheit gereinigt sein, sondern ja nicht nur ich selbst, sondern auch andere Wesen leiden, genau wie ich, und manchmal noch mehr. Aus der Tiefe deines Herzens kannst du also alle Buddhas und Bodhisattvas anrufen, alle erleuchteten Meister, und sage, möge ich auf mich, möge durch dieses Leid, möge dieses Leid ausreichen für das Leid aller anderen, mögen andere nicht leiden. Möge ich auf mich selbst das Leid der anderen nehmen, möge dieses Leid genug sein für sie. Möge es reinigen. Und wenn man das tut, was geschieht dann? Das Unglaubliche ist, also nicht nur ist das Leid dann eine Reinigung, wenn man es versteht. Also wenn man Leid auf richtige Art und Weise sieht, aber das Leid weiß dann auch zu schätzen, oh, jemand erkennt mich, erkennt, warum ich komme. Oh, gut. Aber nicht nur das. Wenn man es wirklich verwandelt hat, also man sieht es nicht nur als eine Reinigung, aber aufgrund einer Einstellung verwandelt man es in eine Heilung des Mitgefühls. Und dann sammelt man enormes positives Karma an, enormes Verdienst. Und man reinigt viel anderes Leid, was eigentlich noch kommen würde, was so auf dich wartet über Äonen lang. All das kannst du reinigen damit. Warum solltest du manchmal über das Leben großer Meister lesen, zum Beispiel von Nirepa und anderen? Sie zeigen das wirklich. Es ist wirklich interessant, wenn man wirklich akzeptiert, dass Samsara von Natur aus Leid ist, das wirklich akzeptiert, dann wird man ein bisschen mehr frei davon. Man kann es eher aushalten. Nicht nur das, dann gibt es dort weniger Abneigung, mehr Akzeptanz. Sagen wir mal zum Beispiel, du kommst in Berlin an und alle sprechen Deutsch. Du fragst dich, warum? Na, du bist in Deutschland. Das ist natürlich. Wenn du in Amsterdam bist, dann sagt jeder, dann sprechen alle Holländisch. Das ist natürlich. Wenn du also in Samsara bist, gibt es also immer Leid, weil das die Landschaft von Samsara ist. Schau dich selbst an, schau dein Leben an. Ist es frei von Problemen?
ist voller Probleme. Es gibt keinen Tag, an dem es kein Problem gibt. Das ist Samsara. Wenn man es akzeptiert und wirklich erkennt, also nicht nur akzeptieren, sondern wenn du auch noch einen Schritt darüber hinaus gehst, indem du Leid betrachtest, also nicht, es nicht negativ betrachtest, sondern eine positive Seite siehst, als Reinigung siehst, und wenn du dann siehst, wie die Lehren einem zeigen, wie man die Aversion loswerden kann, dann kann man eigentlich auch den enormen Nutzen sehen, den es bringt. Das kommt jetzt hier im Text. Sich nicht verletzen zu lassen von Hindernissen, die von feinen Krankheit oder schädlichen Einflüssen geschaffen werden, heißt jetzt nicht, dass Krankheit nie mehr auftauchen wird und abgewendet werden kann, sondern es heißt einfach nur, dass sie dich nicht abhalten können davon, dass du sie zu deinem letztendlichen langfristigen Nutzen verwandeln kannst. Um es anders auszudrücken, verletzt zu bleiben von Hindernissen wie Rivalen, Krankheit und schädlichen Einflüssen, heißt jetzt nicht, dass Dinge wie Krankheiten abgewendet werden kann und nie wieder auftauchen werden, sondern es heißt, dass sie nun nicht in der Lage sein werden, dich von der Praxis abzuhalten. Was heißt das also wirklich? Das heißt jetzt nicht, dass Leid vollständig oder plötzlich verschwinden wird. Wenn in dem Moment, wo du Leid in Glück verwandelst, das heißt jetzt nicht, dass das Leid plötzlich verschwindet wird. Es wird immer noch auftauchen, aber weil deine Einstellung sich verändert hat, weil du die richtige Einstellung hast und aufgrund deiner geistigen Stärke, weil die Art und Weise, wie du darauf reagierst, anders sein, weil dein ganzer Geisteszustand anders ist. Du hast mehr Verständnis, Unterscheidungsfähigkeit, Akzeptanz, Durchhaltevermögen, Geduld. Dann wird Leid nicht in der Lage sein, dir Schaden zuzufügen im wirklichen Sinne. Stattdessen wirst du in der Lage sein, es zu verwandeln und wirklich letztendlich Gewinn daraus zu ziehen. Das heißt, du kannst es in den Pfad der Erleuchtung verwandeln, zum Wohle für dich selbst und anderen. Das heißt, du gewinnst so oder so. Es gibt eine sehr berühmte Redewendung in den solchen Leben. Obwohl das, was sie erhebt, immer noch dasselbe sein mag, liegt der Unterschied in der Essenz und Methode der Befreiung. Das heißt, selbst für einen großen Yogi oder einen großen Meister werden negative Emotionen oder negative Gedanken auch auftauchen. Doch der Unterschied zwischen ihnen und uns ist, obwohl das, was sich erhebt, vielleicht dasselbe sein mag wie zuvor, liegt der Unterschied in der Essenz und Methode der Befreiung. Der Unterschied ist die Art und Weise, wie sie reagieren. Sie ist vollständig unterschiedlich, auch wenn das, was sich regt, genauso ist wie zuvor, aber sie geben dem nicht nach. Wenn negative Gedanken und Emotionen auftauchen, wenn man anfängt, danach zu greifen, dazu zu werden, dann wird man negativ. Es ist normal, Emotionen zu haben. Jegliche Arten von Emotionen. Was immer entsteht, du solltest es nicht unterdrücken. Noch solltest du danach greifen. Ein wirklicher Praktizierender wird, wenn negative Emotionen oder irgendwas auftaucht, er wird es im Lichte der eigenen wahren Natur betrachten. Und dann ist es befreit. Was immer sich erhebt, ist wie eine Welle. Wenn die Wellen aus dem Ozean entstehen, also wo kommen sie her? Sie kommen aus dem Ozean, wo gehen sie hin? In den Ozean. Wo kommen Emotionen her? Aus der Natur des Geistes. Wo gehen sie hin? In die Natur des Geistes. Was ist da also die große Sache da? Sei einfach ein bisschen geduldig. Warte ein bisschen, reagiere nicht so schnell. Oder manchmal ist es wie Schreiben im Wasser. In dem Moment, wo man schreibt, löst es sich schon auf. Wenn man das Verständnis hat, wird keine negative Emotion oder negative Gedanke einen Eindruck hinterlassen in dir, weil es kein Greifen gibt. Dein Geist hat nicht die Tendenz zu greifen und daher entsteht auch kein karmischer Eindruck. Wenn ich einmal etwas aus meinen persönlichen Erfahrungen sagen kann, zuerst einmal muss man die Einstellung verwandeln. Erst einmal übt man sich daran, Dinge zu verwandeln, also negative Umstände, Leid,
mit nicht so viel Abneigung zu betrachten. Man sieht eher die positive Seite, entwickelt die Stärke des Geistes, um das zu verwandeln und es als Segen zu sehen und es sogar willkommen zu heißen. Der erste Schritt ist also eine innere Verwandlung. Und wenn man den Geist verwandelt hat, und den Geist bezogen hat, dann wird sich auch die Wahrnehmung ändern. Und wenn deine Wahrnehmung sich ändert, dann werden auch Erscheinungen sich ändern. Ich habe das mit Praktizierenden festgestellt. Erst einmal muss es eine Veränderung in ein Selbst geben. Also die ganze Art und Weise, erst einmal die Veränderung auf der Ebene der Einstellung. Dann auf der Ebene der Erfahrung. Erst einmal die Einstellung, man übt sich selbst, also sie üben sich selbst, entwickeln sich durch die Weisheitslehren, um die Dinge in ihrem wahren Licht zu sehen. Also nicht in die samsarische Art und Weise des Sehens und Denkens zu fallen. Also erst einmal muss man sich daran üben, das ist nicht einfach, das braucht seine Zeit. Dann nach einer Weile, wenn das integriert ist, wird es zu einer persönlichen Erfahrung. Nach einer Weile wird es fast zu einem natürlichen Reflex. Dann müssen sie nicht mehr so denken, sie sind einfach so. Ja. Und dann ist die ganze Wahrnehmung anders, die Erfahrung ist anders. Was dann passiert, also was Unglaubliches, das nächste ist dann, dass sich selbst die Umstände ändern werden. Und zwar nicht nur ihre Umstände, sondern sie haben auch die Kraft, die Umstände von anderen zu verwandeln. Zum Beispiel der Dalai Lama. Oder der 16. Karmapa, er war ein unglaublich kraftvoller Meister. Warum, fragen sich manche, warum ist er so kraftvoll? Er hat ein unglaubliches Charisma. Warum? Ich erinnere mich an Jigar Rinpoche und Dung Rinpoche aus Taji Jong. Wir haben uns unterhalten, als Karmapa verstarb 1981, haben wir uns in London unterhalten. Warum ist der Karmapa so kraftvoll? Sie sagten, weil er seinen Geist bezwungen hat. Wenn man den Geist bezwingt und die Wahrnehmung, dann bezwingt man auch die Wahrnehmung der anderen. Hat man einen Geist bezwungen, ist man in der Lage, die Umstände zu überwinden. Viele große Meister oder Heiligen können daher auch Wunder bewirken. Warum? Weil sie ihren Geist bezwungen haben. Ich habe zum Beispiel festgestellt, als wir als Flüchtlinge kamen, als tibetische Flüchtlinge, wir haben so gelitten. Und so viele Lamas starben auch. So viele Schwierigkeiten. Und die Bedingungen waren so ärmlich, so schwierig. Ich habe mich immer gefragt, warum müssen diese großartigen Menschen so viel durchmachen? Aber dann, ob sie in Situationen waren, die niedrig waren oder hoch waren, sie waren immer gleich, immer fröhlich. Ich erinnere mich, Dingo Kenzo Rinpoche, er lebte da in Kalimpong mit seiner ganzen Familie. Neben einem Friedhof. Da ist ein kleiner Tempel und da lebte er. Da konnte er umsonst wohnen und ein Wohltäter gab ihm 200 Rupies. Das ist eine riesige Summe. 200 Rupies. Da mussten sie einen Monat von leben. Aber Kenzo Rinpoche war immer gleich. Und später, die Schüler da wirklich haben so wenig gelebt. Sie sagen immer, wenn man ein Dach über dem Kopf hat und was zu essen im Bauch, dann ist das Glück. Immer zufrieden, immer zufrieden. Was immer man hat, man ist zufrieden damit. Die wollen einfach nicht noch mehr, fragen nicht nach mehr. Was immer man hat, man ist damit zufrieden. Das ist der größte Schatz. Der größte Schatz ist Zufriedenheit. Wenn man keine Zufriedenheit hat, mehr und mehr und mehr und mehr will, dann ist man arm. Und ich habe mich immer gefragt, aber langsam, obwohl sie solche Schwierigkeiten hatten, langsam haben sich die Umstände gewandelt. Zum Beispiel die Kenzo Rinpoche. Später kam der König, zum Beispiel der König von Bhutan, alle fingen an, ihm zu dienen. Er hatte alles, was er brauchte. Aber egal, ob er
wirklich ihm Opfergaben dargebracht wurden oder ob er da auf dem Friedhof lebte, er war derselbe. Wie seine Heiligkeit der Dalai Lama. Ob man ihm Auszeichnungen gibt oder er ist immer derselbe. Was ich damit sagen möchte ist, wenn man sich innerlich verwandelt, werden sich auch die äußeren Umstände ändern. Aber natürlich hängt das auch vom eigenen Karma ab. Das stimmt auch. Aber sagen wir mal, selbst wenn die äußeren Umstände sich nicht ändern, wenn der Geist sich ändert, dann macht das ja auch nichts. Dann zählen die äußeren Umstände ja gar nicht, wenn man glücklich ist. Das ist ja dann nur sozusagen der Augenschein für andere. Also was hier gesagt wird, ist, dass zuerst einmal, weil man jetzt anfängt zu praktizieren, heißt das jetzt nicht, dass plötzlich alle Krankheiten oder Schwierigkeiten verschwinden werden. Sie werden immer noch kommen, aber sie werden einem keinen Schaden zufügen können. Sie können einem kein Hindernis sein. Aufgrund der Stärke des eigenen Geistes, der Kraft der eigenen Praxis, wird man Nutzen daraus ziehen können, sodass sie zur Quelle des Nutzens sein werden. Damit das geschehen kann, was brauchen wir, damit das passiert? Zwei Dinge. Wir müssen erst einmal die Einstellung loswerden, dass man nur will, dass man nicht leidet. Und das ist das Erste, das muss man loswerden. Als Zweites muss man eine Einstellung entwickeln, dass man sich tatsächlich darüber freut, dass Leid entsteht. Das heißt, erst einmal musst du das loswerden und das andere musst du pflegen. Du musst eins ablegen, das andere musst du dir zu eigen machen. Was musst du ablegen, ist die Einstellung, einfach nur zu wollen, dass du nicht leidest. Diese Aversion gegenüber dem Schaden oder dem Leid. Was du dir zu eigen machen musst, ist eine Einstellung zu finden, dass du dich tatsächlich darüber freust, dass Leid entsteht. Die Erklärung auf der Basis des Textes Glück und Leid in Erleuchtung verwandeln wird im nächsten Rückverlink fortgesetzt werden.